einen neuen Kurs. So, wir schauen weiter, was wir da sonst noch so haben. Ah, wir schauen mal ein bisschen schneller weiter. Ups, nicht in den Nebel rein, bitte. Sie haben keine Chance. Bringen Sie uns dorthin. Die Schlacht hat begonnen. Sie werden diese Oha. Das sieht doch auch aus, als wäre hier ein Planet. Yes. Wir sehen uns in Stavokor. Bringen Sie uns dorthin. Für das Reich. Sie haben keine Chance. So, feuerfrei. Und ein weiteres Wurmloch. Ja, dachte ich mir doch. So, wir schauen aber erst noch, ob wir hier oben noch irgendwas haben, was wir zu Klump schießen können. Hatte ich euch nicht gerade einen Angriffsbefehl für den Larry da gegeben? Ich verstehe nicht. Für das Reich schlagen Sie zu, solange das Eisen noch heiß ist. Anscheinend können wir den irgendwie nicht angreifen. Schön. Gut, dass wir nicht die Mission haben, alle Einheiten zu töten, sonst wäre das ziemlich doof gewesen. Aber ich glaube, ich hätte es noch mit einem Schockwellenschiff oder so regeln können. Unterstelle ich jetzt zumindest einfach mal. Wollte ich hier nicht eine Minenstation hinbauen? Wir haben nicht genug Offiziere. Ah! Na, gucke mal, schauen, nicht genug Offiziere. Bereit zum Bauen. So, dann brauche ich mir dich hier auch mal ab als Bau. Bereit zum Bauen. Dir geben wir einen Demontagebefehl. Reicht es noch für ein Kolonieschiff? Ne, 4 Offiziere. Ach, brauchen wir auch gar nicht. Der Planet ist ja unbewohnbar. Wir sehen uns. Macht ja gar keinen Sinn. Ach, wen haben wir denn da? Papa Schlumpf. Die Schlacht hat begonnen. Sie haben keine Das war's mit Papa Schlumpf. Wir sind Klingonen. Dies wird unser Tag werden. Sie werden vor uns. So, jetzt erstmal schnell raus aus dem Nebel. Was macht ihr denn da? Ich sehne mich nach einer Schlacht. Dies wird unser Tag. Niemand lebt ewig. Bringen Sie uns dorthin. Setzen Sie einen neuen Kurs. So. Schilde mal wieder anschmeißen. Was hältst du davon? Ja, hat er. Sehr schön. So, das sieht aus, als wäre hier ein Gravitationsfeld und bestimmt ist da doch jemand, der da wohnt. Sie haben keine Chance. Hm, oder auch nicht. Ist ein unbewohnbarer Planet. Wow, die haben hier noch nicht mal Metall abgebaut. Okay. Wir sind cool. Klingonen. Sie haben keine Chance. Dann schauen wir mal, wo wir hier den Ghoul-Lümmel rumstehen haben. Ach, guck an. Da haben wir schon mal was zum Spielen. Ja, bleib stehen, ganz wichtig. Setzen Sie einen neuen Kurs. Die Schlacht hat begonnen. Rums. Sie werden vor und zisch und klack Bringen und weg. Sie uns dorthin. Setzen Sie einen neuen Kurs. Setzen Sie einen neuen Kurs. Für das Reich. So. Ja, für Während das ihr da ballert, habe ich doch bestimmt noch was zum Forschen, oder? Yes. Entwicklung eines Waffensystems hat begonnen. Niemand lebt ewig. Setzen Sie einen neuen Kurs. Sie werden vor uns erbeben. So, da haben wir noch mehr zum Spielen. Sehr schön. Ach, der baut hier eine Handelsstation auf. Das ist ja frech. Tut mir leid, Antrag abgelehnt. Das verstößt gegen den Bebauungsplan. So, da auch einmal alles weghauen. Dankeschön. Also hier sieht soweit auch alles eigentlich ganz gut aus. Der Mond ist auch bald platt.
Wie viele Offiziere bräuchten wir? 4, das passt ja. Ich bin bereit. So, du kriegst mal einen Demontagebefehl. Ausgezeichnet. Wir sehen uns. So, und ihr keine Müdigkeit vorschützen. Keine Chance für das. Und vorschöpfen? Wie sagt man das? Irgendwie komme ich damit immer durcheinander. So, in den Nebel müsste nicht reinfliegen. Aha. Setzen Sie einen neuen Kurs. Die Schlacht hat begonnen. Neue Station ist fertig. Für das Reich. Ja, guck. Haben wir jemanden zum Spielen gefunden. Sie werden vor uns. Und hier erbeben. Noch ein vermutlich Mond, jawohl. Vor uns erbeben. Für das Reich. Für das Reich. Sie werden vor uns erbeben. Sie haben keine Chance. Sie haben keine Chance. So, wo sind die letzten Larrys hier? Ach! Warum haust du denn ab? Ich will doch hier nur spielen! Wow! Er will aber anscheinend auch spielen. Oh Gott sei Dank, ich dachte für eine Sekunde, das wäre die das Schiff von Martok. Wie war das mit, ich brauche keine Schockwellenschiffe? Leute, ich sag's nicht gern, aber ich sollte mich zurückziehen. Einmal ganz schnell weg. Ich sehne mich nach einer Schlacht. So, gut, dass ich hier schon ein bisschen Verstärkung aufgebaut habe. Ich sehne mich nach einer Schlacht. Blöd nur, dass ich jetzt keine Schockwellenschiffe habe. Will ich die noch bauen? Wir haben eine neue Waffe entwickelt. Komm, baumeln wir dich einfach mal hier hin. Stationsbau wurde begonnen. Ich sehne mich nach einer Schlacht. Für die Sensoren zeigen ihre Schiffe der Spezies 8472 an. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Ich bin bereit. Also, dich lassen wir mal demontieren. Bergen das Schiff. Wir werden sie vor uns herjagen. Niemand lebt ewig. Dies wird unser Tag. Für die Ehre. Niemand lebt ewig. So, mal gucken. Ich glaube, das mit der Schockwellenwerf, das wird nicht rechtzeitig fertig. Deswegen müssen wir uns da auf konventionelle Art und Weise durchnuken. So, einmal alle rein. Ich dürste nach Kampf. Bringen Sie uns dorthin. Dies wird unser Tag. Also jetzt lasse ich bloß hier auf dem Weg irgendwie von irgendwem abknallen.
Ach, wo kommst du denn her, du Sack? Beginnen mit Bau. So, haben wir es dann auch mal bei dir endlich. So, ich sollte mich, glaube ich, hier oben annähern und direkt erstmal diese Raumstation platt machen, weil die hat übelst reingehauen gerade. Ich dürste nach Kampf. Bringen Sie uns dorthin. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Ja, da wird es jetzt richtig schön klatschen. Und zisch und klack und weg. Bringen Sie uns dorthin. Für das Reich. Ei, 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 ei. Bringen Sie uns dorthin. Müssen erstmal gucken, dass wir seine Schiffe hier mal ein bisschen ausgedünnt kriegen. Setzen Sie einen neuen Kurs. Jetzt sorgen wir für Chaos. Bringen Sie uns dorthin. Schlagen Sie zu, solange das Eisen noch heiß ist. Na, bleib mal schön hier, mein Freund. Hör mal auf, diese Wund zu eiern, verdammt. So, geht doch. Keine Lithium mehr vorhanden. Die Schlacht hat begonnen. Sie haben keine Chance. So kämpfen wahre Krieger. Jetzt sorgen wir für Chaos. Himmel, Arsch und Zwirn, bleibt doch mal stehen, Mensch. Sie haben so, jetzt bleibst du stehen. Und zwar dauerhaft. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Sie haben keine Chance. Kretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Setzen ach, der Lümmel hat einen unendlichen Dilithium-Mond. Das ist ja unendlich frech. Für das Reich. Sie haben keine Chance. Die Schlacht hat begonnen. Kretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Lass die Hunde des Krieges los. Puh. Wir haben eine neue Waffe entwickelt. Der Lümmel haut bei uns leider echt übel rein. Komm, wir bauen mal. Ich glaube zwar nicht, dass es rechtzeitig fertig wird, aber wir bauen es trotzdem mal. Unser Tag werden. Ich sehne mich nach einer Schlacht. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Sofort. So, ich schicke dich jetzt einfach mal hier durch den Nebel. Vielleicht bist du ja noch rechtzeitig unten da. Dann können wir da nämlich eine Werft hinbauen. Dann können sich alle unsere Larrys reparieren. Whey! Ich dürste nach Kampf. Bringen Sie uns dorthin. Moment. Ah, wir fangen erstmal hier hinten an. Das Reich. Wir haben nicht genug Offiziere. Sie haben keine Chance. Setzen Sie einen neuen Kurs. Die Schlacht hat begonnen. Setzen Sie einen neuen Kurs. Bringen Sie uns dorthin. Lass die Hunde des Krieges. So, rotzt alles weg. Wir sind Klingonen. Jetzt sorgen wir für Chaos. Jetzt sorgen wir für Chaos. Ach Gott, hat er da hinten schon die nächste. Ach nee, das Ding, das hier schießt. Okay. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Sie haben keine Chance. So, ich frage mich, warum ihr nicht permanent draufballert, aber gut, eure Entscheidung. Jetzt sorgen wir für Chaos. Unsere Basis
Basis wird angegriffen. Martha, musst du unbedingt an... Ich weiß, Ehre und so, aber musst du ganz vorne wegstehen? Gretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Für das Reich. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. So kämpfen wahre Krieger. Mein Gott, ballert doch hier erstmal weiter. Ihr müsst jetzt nicht Pause machen und irgendwo hineiern. So, die Fabrik haben wir zerstört. Also die Fabrik, sage ich schon. Die Forschungseinrichtung. Ich muss gestehen, der Larry hat uns jetzt doch einiges an Ressourcen gekostet. Und noch haben wir ihn nicht mal gefunden. Bringen Sie uns dorthin. Das war ein bisschen schneller. Für das Reich. Schlagen Sie zu, solange das Eisen noch heiß ist. Schlagen Sie zu, solange das Eisen noch heiß ist. So, endlich haben sie auch mal angefangen zu treffen. Sehr schön. So, euch nehmen wir mal raus aus der Gruppe. Für das Reich. Wir sehen uns in Stavokor. Mein Gott, wie viele Wracks hier liegen. Lasst die Hunde des Krieges los. Edpa! Unsere Basis wird angegriffen. Wenn Sie wünschen, wir übergeben unsere Seele in Stavokor. Ja. So, für Rum und Öre. Die Schlacht hat begonnen. Sie werden vor uns erbeben, ja. Dann gucken wir mal, wo du Lümmel dich versteckt hast. Irgendwo in einem Eck wirst du ja hier wahrscheinlich verkochen sein. Sie haben keine Chance. Wir sind Klingon. So, dich nehmen wir auch mal raus. Sie werden vor uns erbrechen. Bist du hier? Nee, ne? Bringen Sie uns da. So, da haben wir noch. Wahrscheinlich ist er hier in so einer kleinen Ecke hinter so einem Asteroidengürtel. Könnte ich mir vorstellen. Wenn Sie wünschen. Wir übergeben unsere Seele in Stavokor. So, ein Reparaturschiff. Ja, hat er sich da wieder aufgebaut, der Lümmel? Ah, da hinten ist er wohl. So, und ich glaube, ich möchte da mit meinem Schockwellenschiff reinfliegen. Hey, das wird lustig. I like. Hatten wir noch was zu verbessern? Nö, sehr schön. Alles durch. Ich dürste nach Kampf. Dies wird unser Tag. Unsere Basis wird angegriffen. Kepler! So, mach du den mal platt. Bringen Sie diesen Schlepper in Fahrt. Sofort. Sofort. Kepler! Kepler! Warte mal, wenn er da meint, lang fliegen zu müssen, dann werde ich mal hier hinten ein Torpedogeschütz hinbauen. Wahrscheinlich will er hier zum Dilithiummond oder sonst was. Unsere Basis wird angegriffen. Nur ein bisschen weiter. Ach, noch einer, guck an. Wir werden sie. Da hängt wohl jemand hinterher. Sofort. Wir werden sie vor uns herjagen. Halten Sie sie auf Kurs.
Ach komm, ihr könnt auch mal eben... Stationsbau wurde begonnen. Zumindest den einen hier, weil für den wird es, glaube ich, zu knapp. Ja komm, nehmt den auch mal mit. Sicherheit, Safety first und so, ne? Die Schlacht hat begonnen. Kultur wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Dies wird unser Tag. So, und du komm jetzt mal endlich aus diesem verdammten Nebel raus. Ja gut, die zwei Schiffe, die können da wegen mir stehen bleiben. Unsere Basis wird angegriffen. Och, der ist mir egal, den lasse ich jetzt mal machen. Easy mir latte. Nur ein bisschen weiter. Neue Station ist fertig. Unsere Basis wird angegriffen. Nur ein bisschen weiter. Ich verstehe nicht. Die Schlacht hat begonnen. Und Rönns! Eine Subraumanomalie entdeckt. Schwing! Rings die Dums, bum bum. Setzen Sie einen neuen Kurs. So, aber wir müssen mal gucken, der wird da noch irgendwo rumeiern, der Lümmel. Sie haben keine. Singen wir alle rein da. Und Feuer frei. Na, ist er das? Yes! Forschungsstation zerstört. Ich befehle unseren Flotten die Rückkehr in die Union, auf dass wir die Kontrolle über die Cardassianer wieder festigen mögen. Ich bin sicher, dass Spezies 8472 nie wieder in den Alpha-Quadranten zurückkehren wird. Na, dein Wort in Gottes Ohr. So, jetzt seht ihr leider wieder meinen wunderschönen Desktop. Aber egal, ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war's mit der Klingonen-Kampagne. Beim nächsten Mal geht es weiter mit den Borg. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüssikowski.